Es ist mal wieder Ungarn. Auftaktspiel in München gegen Schottland. Die Schweiz kommt mit dazu. Schottland, Ungarn, Schweiz. Das ist der Dreierpack, der auf uns zukommt bei der Heim-EM im kommenden Sommer. Und damit herzlich willkommen zur Lage der Liga. Das sind unsere Themen. Ja, die EM-Auslosung. Natürlich werden wir hier auf alle Gruppen schauen, speziell auf die deutsche Gruppe und mit unseren Experten drüber sprechen, was da auf uns zukommt. Außerdem reden wir natürlich über unsere Weltmeister. Die haben ja schon mal gezeigt, wie das funktioniert mit einem großen Titel für Deutschland. Unsere U17-Jungs, über die werden wir natürlich sprechen und über ihren großen Star, Paris Brunner. Und wir freuen uns sehr, dass der Bayern-Präsident bei uns zu Gast ist in der Sendung, Herbert Hainer. Da gibt es ja auch einige Themen. Manuel Neuer hat verlängert. Was ist eigentlich mit Thomas Müller? Diese und mehrere Fragen werden wir ihm stellen. Und an meiner Seite bei der Lage der Liga natürlich Walter Straten, unser Sportchef. Hallo. Schönen guten Morgen. Ja, EM-Auslosung gestern. Dein erster Gedanke, als die deutsche Gruppe feststand? Da haben wir wieder mal Dusel gehabt, ne? Muss man einfach sagen. Ja, ich glaube, sehr interessant. Traditionell hat die Nationalmannschaft ja immer sehr viel Glück bei den Auslosungen. Und diesmal kann man sagen, mit Sicherheit keine Todesgruppe, nicht mal eine Scheintodesgruppe. Wir werden gleich noch in die Tiefe gehen, was diese Auslosung angeht und holen uns dazu auch Verstärkung mit dazu, nämlich unseren Bild-Fußballchef Christian Falk, der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Christian. Guten Morgen aus dem verschneiten Süden. Ja, bevor wir gleich über die deutsche Gruppe reden, lasst uns doch einmal reinhören, was der Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Auslosung zu sagen hatte. Ich glaube, eine sehr interessante Gruppe, vor allem das Eröffnungsspiel gegen Schottland, finde ich, ist natürlich emotional, haben tolle Fans. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Auftakt in München. Auch Ungarn und die Schweiz haben natürlich viele Bundesligaspieler, auch einige, die ich schon selbst trainiert habe. Sprich, ich kenne da ein paar Spieler. Es sind, glaube ich, sehr spannende Duelle. Emotionen wollen wir dann rauslassen, wenn die Spiele beginnen. Nicht vorher zu viel palabern, sondern wir haben einen Weg zu gehen, den wir gehen wollen. Und dann, glaube ich, ist es eine sehr interessante Gruppe, wo wir uns natürlich durchsetzen wollen, das ist klar. Nee, keine Todesgruppe, aber es gibt, glaube ich, keine wirklich schlechten Gegner. Wenn man die Quali-Runden alle drei ansieht, dann waren sie sehr, sehr erfolgreich. Haben auch Teams mit vielleicht besser gerateten Namen hinter sich gelassen. Und von dem her, ja, es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute. Ja, was soll ein Bundestrainer auch anderes sagen, als es gibt keine leichten Gegner? Aber Christian, wir hatten schon ziemlich Glück, ne? Ja, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich mir die anderen Gruppe anschaue, also die Gruppe D, das ist eine Todesgruppe, oder die Gruppe B. Also da muss man sagen, Deutschland sehr viel Glück und wir haben wirklich Hoffnung, jetzt endlich das Achtelfinale doch erreichen zu können nach den letzten Spielen. Allerdings, ich habe gestern mit Lothar Matthäus noch ein bisschen länger über die Gruppe diskutiert. Die Ungarn, die hat er ja selber 1 trainiert, 2-4, 2-5. Die haben schon eine gute Mannschaft. Und wenn man gesehen hat, dass wir gegen Türkei und gegen Österreich wirklich Probleme haben, also in die Kategorie darf man Ungarn auf jeden Fall zählen. Walter, wen siehst du als Hauptkonkurrent in dieser Gruppe, als schwerstes Team? Eigentlich die Schweiz. Die sind eine Mannschaft, die in Turnieren oft überrascht. Zwar noch nie ganz weit gekommen ist, aber doch meistens die K.O.-Runde erreicht hat. Und ja, man muss sagen, wir sind in den letzten drei Spielen sowohl gegen Ungarn als auch gegen die Schweiz sieglos geblieben. Also wir sagen, es ist eine leichte Gruppe. Ja, ist so. Aber was ist für Deutschland gerade überhaupt noch leicht? Also so gesehen, Schottland sehe ich als den Streichkandidaten, weil möglicherweise kommen ja sogar drei weiter. Eigentlich gibt es ja keine Todesgruppe, es gibt bestenfalls eine Scheintotengruppe, weil dadurch, dass es ja auch der Dritte noch die Möglichkeit hat, weiterzukommen, wenn er sich nicht ganz deppert anstellt, denke ich mal, also da rauszufliegen, dann hast du es wirklich gar nichts mehr verdient. Auch Rudi Völler hat sich zu dieser Auslosung geäußert, auch da hören wir mal rein. Ich bin ehrlich, natürlich gab es eine Konstellation in Top 3 und 4 mit Holland und Italien. Wenn du die in die Gruppe bekommst, ist es natürlich dann eine sogenannte Hammer-Todesgruppe. Aber das ist uns erspart geblieben. Aber auch die drei, die jetzt bei uns sind, die haben richtig gute Qualifikation gespielt. Wir sind nicht in der Situation, dass wir jetzt irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Dass die Zeiten sind vorbei. Anspruchsvoll. Aber wir freuen uns. Also ich freue mich vor allem auf das Eröffnungsspiel gegen die Schotten. Ja, früher hätten wir gesagt, den Schotten geben wir was auf den Dudelsack. Das wäre so eine klassische Bildschlagzeile gewesen. Aber ich glaube, nach den letzten Spielen sind wir nicht in der Position, das so sagen zu dürfen. Oder, ja. Falki? Gerade wenn man jetzt sieht, in welcher Form wir sind, Christian. Also ist das genau die Gruppe, die wir jetzt auch bitter nötig hatten?
Ja, also ich habe mir die Gruppen vorher schon angeschaut. Also war natürlich eine Chance, dass man wirklich einen der großen Zuge losbekommt. Aber die Gegner, die vermeintlichen, die waren wirklich so, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht das Glück mit den Losen und das haben wir letztendlich auch gehabt. Aber wir erinnern uns, die letzte EM, ich war in München damals dabei, letztes Gruppenspiel gegen die Ungarn. Da waren wir ja lange Zeit auch schon raus. Da haben wir wirklich relativ glücklich noch das 2:2 gemacht. Wenn wir verloren hätten, wären wir ausgeschieden, wären nicht ins Achtelfinale gekommen. Und das auch vor heimischem Publikum in München. Damals noch ein bisschen Corona natürlich eine Rolle gespielt, nicht so viele Zuschauer. Das wird sich diesmal ändern, aber ohne die Tore von Havertz und Goretzka wären wir auch damals gegen Ungarn schon rausgeflogen. Und die Mannschaft, Julian Nagelsmann hat es ja angesprochen, die hat sich ja eher noch verstärkt. Spieler wie Szoboszlai, der jetzt bei Liverpool spielt, oder Gulaschi, die kennen wir. Also wird nicht so einfach, soll man auf gar keinen Fall unterschätzen, weil das wäre uns letztes Mal auch schon fast passiert. Was wir natürlich auf jeden Fall brauchen für dieses Turnier, egal wie die Gruppe aussieht, ist eine Leistungssteigerung. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft das verstanden hat und dass auch Julian Nagelsmann verstanden hat, dass es nicht mehr die Zeit ist für Experimente, dass jetzt so ein Havertz links hinten nicht mehr passieren wird? Ich hoffe mal, Julian Nagelsmann hat es verstanden. Also ich hatte ihn ja noch gesprochen bei den letzten Länderspielen. Da war er ein bisschen trotzig, so wie ein Kind, wenn man ihn gefragt hat, Linksverteidiger Havertz. Und dann wurde man sofort unterbrochen, hat mich gleich korrigiert. Nee, das ist kein Linksverteidiger, das ist ein linker Joker. Also ich hoffe, dass er sich das jetzt mal abgewöhnt, weil wenn einer links hinten spielt, dann ist es eigentlich egal, wie ich ihn nenne. Lothar hat es gestern ganz gut gesagt, wie wir telefoniert haben. Er hat gesagt, er hofft, dass sich die Mannschaft und auch der Trainer ein Beispiel an der U17 nimmt, weil da haben die Spieler da gespielt, wo sie hingehören. Dadurch konnten sie diesen Mannschaftsgeist wirklich entwickeln, der sie zum Titel gebracht hat. Und da wünsche ich mir, dass man da wirklich mal wieder ansetzt. Und Julian Nagelsmann hätte es eigentlich sehen müssen, wie es geht. Rudi Völler hat es vorgemacht, gegen Frankreich bei diesem 2:1 einfach eine solide Abwehr aufstellen, die der Mannschaft Sicherheit geht. Und vorne haben wir wirklich, auch wenn man es immer ein bisschen schlecht redet, vorne haben wir echt die Qualität, dass man immer ein Tor macht, so leicht sich das anhört. Aber die Defensive, die gehört organisiert. Und bitte, bitte keine Experimente mehr. Ja, also wenn ich mir die Gruppe D angucke mit Frankreich, Holland, Österreich, früher haben wir immer Ösis gesagt, sollten wir auch vorsichtig sein. Die haben einen guten Trainer mit Ralf Rangnick. Wer kommt denn da weiter? Ja, also das wird eine spannende Gruppe. Also auf die habe ich natürlich auch genau geschaut. Und vor allem Platz 4, das darf man ja auch nicht vergessen, da kommt noch einer hinzu. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es Polen mit Lewandowski wäre. Und dann hat man wirklich eine richtige Hammergruppe. Also Frankreich ist natürlich klarer Favorit. Die Holländer, die sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Der Name ist groß. Wenn man die Österreicher spielen gesehen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass die da durchmarschieren und dann mit Frankreich und Österreich, aber weiter, du hast ja schon gesagt, so viele scheiden ja gar nicht aus in der Vorrunde. Aber wenn Polen da drin ist, also das ist definitiv die stärkste Gruppe. Aber da, wenn wir Frankreich sehen, sage ich mal, da haben wir auf den Außen Mbappé, da hat man Coman, an Dembele. Also da möchte ich, wenn wir irgendwann mal gegen die kommen können, Achtelfinale ist schon mal ausgeschlossen zum Glück, aber da möchte ich keinen Linksverteidiger Havertz gegen diese Runner da sehen. Ja, auch die Gruppe B sicherlich eine sehr, sehr starke Gruppe mit Italien, Spanien, Kroatien und Albanien, die da wahrscheinlich Kanonenfutter werden am Ende. Wir wollen einmal schalten zu unserer Reporterin Yvonne Gabriel, die gestern live dabei war bei der Auslosung in Hamburg. Und da lief ja nicht alles nach Plan. Hallo Yvonne. Hallo, guten Morgen aus Hamburg. Ja, bevor wir gleich drüber reden, wollen wir einmal reinhören, was denn genau da passiert war, was so wahrscheinlich nicht geplant war. Serbien mit dabei in der Gruppe C mit Slowenien, mit Dänemark und mit ziemlich sicher dem Gruppenfavoriten England. Serbien. Jetzt geht's. Playoff winner A. So playoff winner A means um one Theorie. Ja, Stöhngeräusche waren das oder zumindest hielten das viele für Stöhngeräusche. Walter, was war dein Gedanke? Ja, mein Gedanke war, da hat sich jemand sehr vergnügt über die deutsche Gruppe. Aber so ein schönes Los, sagst du, ja? So ein schönes Los und ich glaube aber, die Realität war denn ein bisschen anders geworden, oder? Ja, auch im Saal selber gab es Rätselraten, was das ist. Also verdutzte Gesichter habe ich gesehen und es war eben so ein bisschen unangenehm auch. Anfangs dachte man auch irgendwie, es ist so eine, ich sag's mal ganz ehrlich, so eine ganz billige Kinderpuppe. Das waren so ganz komische Geräusche, die man auch nicht vermutet hat und auch irgendwie nicht zuordnen konnte. Und mehr, es waren ja mehrere Wiederholungen, eigentlich immer in den Sprechpausen, war es dann klar ersichtlich oder klar hörbar, dass es
Stöhngeräusche waren. Also etwas, was man, wie gesagt, bei der Auslosung nicht vermutet hatte, aber es war sehr, sehr souverän noch zu Ende geführt, auch vom Moderatoren-Duo um Esther Sedlacek. Also man hat das niemand angemerkt, auch im Fernsehen war es ja, so habe ich mir berichten lassen, nur zu hören, wenn man ganz, ganz genau hingehört hat. Wie sieht man das denn bei der UEFA? Kann man darüber lachen oder werden da womöglich sogar Schritte eingeleitet? Wir haben die UEFA angefragt, natürlich, und wollen da auch gucken, was passiert. Gestern Abend in der Elbphilharmonie war man da natürlich darum bemüht, das Thema ganz, ganz klein zu halten, obwohl es natürlich das Tuschelthema war. Ich stand da noch lange am roten Teppich, als die Veranstaltung zu Ende war, und habe auch immer wieder mitbekommen, dass viele auch sich das Video nochmal angeguckt haben, nochmal gehört haben, was war da eigentlich los. Und die UEFA selber wollte sich gestern nicht dazu äußern. Wie gesagt, man war darum bemüht, das Thema klein zu halten. Nach unseren Infos sollte es natürlich ganz klar auch eine super Veranstaltung werden. Die Probe war am Vormittag extra verlängert worden, dass auch alles klappt, was im Nachgang natürlich dann doppelt bitter ist, dass es eben nicht alles geklappt hat. Aber wie gesagt, gestern war man dann darum bemüht, die Bettdecke glatt zu ziehen, da wirklich das Thema nicht zu groß zu machen, weil, wie gesagt, das ja eigentlich auch vor dem Hintergrund der extra langen Probe blöd gelaufen war. Julian Nagelsmann soll ja auch geschmunzelt haben, als es zu den Geräuschen kam. Konntest du das beobachten? Es war schwer zu beobachten. Wir hatten so Observer Seats relativ weit oben, trotzdem toller Blick, tolle Kulisse, war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, wie ich fand. Man hat aber die deutsche Delegation selber nicht gesehen. Ich habe dann hinterher ein Video gesehen, da habe ich gesehen, dass er geschmunzelt hat. Wie gesagt, es ging allen so im Saal selber, in der Elbphilharmonie, und war schon ein sehr kurioser Vorgang, den ich so nicht erwartet habe. Yvonne, du bist ja auf der Spur des Stöhntäters. Sag uns mal, wer da in Verdacht steht oder wer sich dazu bekannt hat gestern. Es soll, oder er hat sich ja schon dazu bekannt, das muss man ja dann auch mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, wer sich das vielleicht dann irgendwie anhaftet, aber es soll sich um Daniel Chavez handeln. Das ist ein Engländer, der nennt sich selbst Comedian, Entertainer, der hat ganz, ganz viele Titel in seinem Twitter-Profil stehen, auch Prankstar, das ist ja nicht der erste Vorgang, den er in der Art macht, der hat schon mal bei einem Premier League-Spiel sich auch ähnlich zugeschaltet, möchte ich mal sagen, und da für Aufsehen gesorgt, gestern und hier. Es ist trotzdem eine kuriose Geschichte, weil, wie gesagt, das Handy da reinzubekommen, das auch so zu platzieren, dass es so gut zu hören ist in der Elbphilharmonie, ist schon auch aufgrund der Sicherheitsbedingungen, die es drumherum gab, wir wurden gescannt wie am Flughafen, schon auch irgendwie kurios, dass sich das dann so zuträgt. Und wie gesagt, er hat ja während des Vorgangs sich in seinem Hotelzimmer da gefilmt. Die Vermutung, das Gerücht machte gestern die Runde, dass es sogar hier in der Elbphilharmonie in dem Hotel Westin hinter mir war und hat da sich ja selbst abgefeiert dafür, dass er das gemacht hat, und hat sich gefreut und hat sich ja dann immer wieder angerufen auf dem Handy selber. Und im Internet sind die Meinungen auch zwiegespalten, von ziemlich coole Aktion bis zu, haben dir deine Eltern nichts Besseres beigebracht, womit du deine Zeit nutzen kannst. Naja, man denkt immer, die Sicherheitsvorkehrungen sind zu hoch. Ich muss sagen, ich habe selber auch mal bei einer Auslosung ein bisschen mitmanipuliert, nicht mit Stöhngeräuschen, sondern den Bildglückspfennig vor der WM 2002 habe ich auf der Bühne in einen Teppichboden gesteckt, und der hat uns damals dann auch bei der Auslosung Glück gebracht. Ich habe ihn nur hinterher nicht mehr gefunden, weil die Bühne mit Konfetti übersät war. Und musste dann eine Stunde über den Boden krabbeln, um den Bildglückspfennig wieder auszubuddeln. Also man sieht, man kommt auch mit ein bisschen Geschick vor der Auslosung in den Saal rein. Yvonne, Julian Nagelsmann hat sich ja gestern ziemlich spontan dann mit Auto auf den Weg gemacht nach Hamburg wegen des Schneechaos und war auch körperlich gar nicht ganz so fit dann, als er ankam, richtig? Ist richtig, genau. Also man kann sagen, es war unvernünftig, man kann aber auch sagen, für ihn war das ja auch ein historisches Ereignis, Bundestrainer, Heim-EM, Auslosung hier in Hamburg in dieser tollen Kulisse. Und er ist am Morgen aufgestanden, nach meinen Infos so ungefähr 6 Uhr, hat dann gedacht, das sieht ziemlich blöd aus mit den Flügen, mit den Zügen, das könnte eng werden. Und hat dann um 7:30 nach unseren Infos beschlossen, sich spontan alleine ins Auto zu setzen, dass selbst seine Co-Trainer nicht mehr mitkonnten, die waren nicht hier, Benjamin Glück und Sandro Wagner. Das heißt, er ist dann alleine losgefahren, 7,5 Stunden von München, seinem Heimatort, hier hoch nach Hamburg, weil er trotz dessen widrigen Bedingungen, und er war erkältet, wie er dann gestern Abend am roten Teppich gesagt hat. Er hat gesagt, Mensch, er hat einen Infekt, aber keine Angst, kein Corona, hat er gleich noch hinterhergeworfen. Und nach unseren Infos hat sich sein Zustand in Tage noch so verschlechtert, dass er tatsächlich auch Fieber dann am Abend hatte. Und hinterher, das ist eigentlich ganz verrückt, dann auch tatsächlich wieder alleine mit dem Auto diese 7,5 Stunden zurückgefahren ist. Christian, zeigt das, wie sehr Julian Nagelsmann für diesen Job brennt, dass der 7,5 Stunden über die Autobahn fährt, obwohl es ihm gar nicht so gut geht?
Ja, also Julian Nagelsmann brennt auf die EM, könnte man natürlich sagen. Aber es ist natürlich, wie Yvonne richtig sagt, ein historisches Ereignis. Also Bundestrainer zu sein, das bedeutet ihm sehr, sehr viel. Und da will er bei so einer Veranstaltung natürlich präsent sein. Und ich habe mir es auch überlegt, Bundestrainer, der jetzt 8 Stunden bei Glatteis auf der Autobahn ist. Ich hatte übrigens ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Ich weiß, wie es hier zum Autofahren war. Also muss sagen, nicht ganz ungefährlich. Allerdings, Gott sei Dank, er kam gut hin. Allerdings, ich frage mich echt, ob das dann wirklich das wert war, aber gut, er hat es geschafft. Falki, dazu muss man sagen, Falki sollte eigentlich heute auch hier sein und uns verstärken. Und der hat es nicht geschafft, nach Berlin zu kommen. Also gut. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch nicht Bundestrainer. Aber die Schalte steht ja wunderbar stabil. Ja. Ja, Yvonne, vielen Dank, viele Grüße nach Hamburg, vielen Dank für die Infos und wir bleiben dran an der Tätersuche. Sehr gerne. Danke, Yvonne. Und Christian, dich würde ich jetzt vorübergehend auch mal kurz verabschieden, aber wir hören uns natürlich gleich wieder, wenn Herbert Heiner hier in der Sendung zu Gast ist. Mach's Sehr gut, bis gerne. gleich.